Willkommen zurück zu Guild Wars 1. Ja, Guild Wars 1, ja, ich habe gerade überlegt. ja, es ist Guild Wars 1. Und zwar in der nächsten Story Quest. Aber Moment. Wir brauchen hierfür scheinbar keine Helden. Deswegen werde ich jetzt mal hier kurz. Also es sieht zumindest danach aus. Ansonsten. Wenn wir ja rausgehen, dann meldet sich wahrscheinlich das Questlog wieder, falls wir doch irgendwelche Helden brauchen. Aber wie es aussieht, momentan nicht. Deswegen würde ich mal diese Konstellation wieder nehmen. Und dann schaue ich mal. Achso, wir müssen jetzt wieder in diesen Helden, in diesen Dingensbereich rein. Da gehen wir dann auch mal hin. Denn wir haben ja letztens gerade richtig geilen Shit gemacht. Also wir haben das da geschafft. Sowohl diese eine Quest als auch diese Mission. Diese eine. Abzuschließen. Und ja, ich lasse jetzt mal unten diese Missionskarte offen. Habe ich mir jetzt mal überlegt. Nimmt ein bisschen was vom Chat weg, aber hier in dem Spiel chattet eh sowieso niemand. Also. So, deswegen braucht man das eigentlich auch nicht. Huch, jetzt muss ich hier hinten hin. Komm hier, hallo, komm hier. So, die Quellen des Ödlandes. Also ich muss nach da oben. Macht es nicht mehr Sinn, hier hinzugehen? Und von da dann loszugehen? Oh, falsch. Macht das nicht irgendwie mehr Sinn? Wobei, hahaha, Weg ist natürlich eine Sache. Wenn das Gebiet genauso heißt, wo ich eigentlich hin muss. Ich werde trotzdem mal von hier gehen. Weil ich nämlich glaube. Achso, das ist ein Turm, was aufgegangen ist. Das klang so ganz komisch. Weil ich nämlich so den Eindruck habe, ich müsste doch von hier losgehen, weil das anders irgendwie nicht geht. So, ich habe hier unten die Map und ich nehme trotzdem immer die riesige Map. Das ist. Oh mein Gott. Ja, hier kann ich ja auch so lang ziehen. Ja, sowas gibt es schon in Guild Wars 1, ja. Das ist, mega krass. Mal kurz das gucken. Irgendwie habe ich. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Sound sich umgestellt hat. Nö. Hat er sich nicht. Klingt aber ein bisschen so danach, als wäre das so. Vielleicht sollte ich. Nein! Vielleicht. Nein! Nein! Bitte nicht! Ich sollte Abstand halten, ja. So, macht das Sinn, hier lang zu gehen? Ja, ich gehe einfach mal hier lang. So. Und ich renne mal von dem Gegner hier weg. Der mich immer noch verfolgt. Was soll das?
Wieso greife ich den nicht an? So. Eine Truhe, ich habe aber leider keinen Schlüssel. Ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Ah ja, genau. Jetzt sieht man auch, da ist noch ein Händler irgendwie, ne? Aber jetzt sieht man zumindest den Weg, wie man da hinkommt. Schade, dass auf dieser Missionsmap da nicht irgendwie auch angezeigt wird, ob, also die Gegnerpunkte, dass sie da nicht auch angezeigt werden. Das wäre natürlich noch so optimal ist, aber ganz ehrlich, Leute, Guild Wars 1 wird ja nicht mehr gepatcht, also das, da braucht man noch nicht mehr irgendwie erwarten an Features. Das war's. Alles, was buggy ist, bleibt buggy. Man kann vielleicht nur noch darauf hoffen, dass wenn irgendwie eine Sicherheitslücke irgendwie gefunden wird oder so, dass die dann gefixt wird, weil das dann vielleicht doch ein bisschen wichtig ist. Aber so, oh, könnte man ja noch ein bisschen was optimieren oder so, nö. Dafür ist die Zeit jetzt rum. Das heißt, solche Bugs wie zum Beispiel, ja, sind ja auch schon ein paar Bugs aufgetreten, wo wir dann halt Missionen starten, neu starten mussten. Beziehungsweise, weiß gar nicht, ob die wirklich welche aufgetreten sind, aber es gibt zumindest Bugs. Also es gibt einen Bug, den wir ja ausgenutzt haben, und all diese Bugs, die halt im Wiki beschrieben werden, dass sie existieren, die bei uns aber jetzt nicht unbedingt aufgetreten sind, die werden nicht mehr behoben. Ist ja auch schon ein bisschen älteres Spiel. Deswegen kann man da auch nicht drauf hoffen. Aber ich sag mal so, es funktioniert immer noch und man kann es immer noch scheinbar schaffen. So, wir sind jetzt am Zielpunkt angekommen. Reist mit Z zu Mirsa. Scheiße. Oh, nö. Jetzt habe ich das schon wieder verplant, Leute. Leute, ich habe schon wieder verplant. Ja, ich hab's verplant. Okay, tut mir leid. So. Wer soll rausfliegen? Ich weiß gar nicht, ich muss einmal checken, wer die ist. Ein Elementarmagier. Okay. Dann haut mal einen Elementarmagier hier ab. Hinauswerfen. Ja, weil ich muss nämlich hier mit Z muss ich dahin. Boah, ey. Also, das steht da auch noch. Fuck. Okay, das war mega der Glitch gerade oder das Lag. Oh ja, Lag eher. Das steht da auch noch und ich check das nicht. Das ist mir ja schon einmal passiert. Tut mir leid, wirklich. Sorry. Da ist jetzt schon ein bisschen Aufnahmezeit draufgegangen, zumindest. Ja, ist schon ein bisschen draufgegangen. Ist natürlich ein bisschen schade. Tut mir wirklich leid. Aber soll vorkommen, dass man auch solche doofen... Aber das ist echt ein bisschen blöd gemacht, dass man dann auch so ein bisschen gezwungen wird, quasi, bestimmte Leute mitzunehmen und dann... Ich weiß nicht, also... Ja gut, ist natürlich einerseits cool gemacht, andererseits finde ich das ein bisschen, ich sag mal, solche Sachen treten dann sehr gerne mal auf, von wegen,
Oh, Reis mit Z zu Mirza. Klar doch. Erstmal überlesen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr frustrierend, weil man den ganzen Weg nochmal gehen muss. Und die ganzen Gegner natürlich nochmal besiegen muss. Und den Boss ja auch noch. Aber... Ich sag mal... Ist es nicht unbedingt... Sehr, sehr, sehr dramatisch, weil der Weg ja auch nicht so weit ist. Nicht genügend Energie, ja, ist ja logisch. Frag mich gerade, warum zum Teufel? Leute, greift doch mal den da an, den ich hier gerade angreife, den Boss. Das ging vorher aber schneller. Ja, guck mal, jetzt macht es doch. Perfekt. Der heilt sich nämlich immer selber. Der verarscht uns. Finde ich nicht in Ordnung. Fängt erstmal an, uns zu verarschen. Diesmal schaffen wir das aber hundertprozentig, ja? Das ist ein bisschen doof von mir. Das war ich. Sowas regt mich auch ein bisschen auf, ne? Aber das. Ich versuche diesmal die Gegner hier nicht zu pullen. Aber guck mal. Das klappt doch. Damit ich zumindest ein wenig schneller vorankomme. Mindestens das. Ich finde auch so eine Aggro-Range, und Aggro-Range-Kreis hier, der fehlt halt so in manchen anderen Spielen, finde ich. Ja, guck mal, Guild Wars 1 macht das richtig gut mit diesem Kreis, dass auch wirklich, dass man nur Aggro von den Gegnern bekommt, wenn man auch wirklich in diesen, wenn die auch wirklich in diesem Kreis drin sind. Und dann, na gut, außer natürlich diese random Gegner, die zufälligerweise genau in die Richtung des Spielers laufen, ne, aber, sowas finde ich cool, da kann man nämlich wirklich auch sich an Gegner so vorbeischleichen und dann eben auch perfektes Uptime. Das geht halt in anderen Spielen nicht. Guild Wars 2 haben das auch wieder rausgenommen, da gibt es das nicht mehr. Finde ich voll schade eigentlich. Guck mal, jetzt hat er auch so einen Pfeil über dem Kopf. Ja, es ist wichtig, mit Z hinzugehen. Ansonsten geht das nämlich nicht. Oh, aber da muss ich lang. Frage ist nur, wie ich da hinkomme. Vielleicht komme ich hier so lang. Also ich muss da zumindest lang. Komme ich hier so irgendwie? Also ich komme da zumindest, laut Minimap komme ich da Richtung Pfeil. Oh, hier ist auch schon Ende. Komme ich auch gar nicht runter, okay. Also laut Minimap wäre ich da zum Pfeil gekommen. Gut, dann eben nicht. Dann muss ich hier so ein bisschen lang tasten, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, wo gehe ich denn? Da komme ich bestimmt zum Totenanger von Venta. Die eine Mission, wo ich hier oben lang gelaufen bin, dann hier so lang und dann war es schon. Ah, hier könnte es lang gehen, ne? Obwohl, nee, hier geht es ja. Nee, da hinten ist ja Ende, oder? Ja, komm mal da hinten. Das ist so eine Bucht, so eine.